Hallo meine Lieben, ja, heute haben wir Tag 25 und wir haben heute 60 Squats vor uns. Wir machen nach 30 Sekunden eine ganz kurze Pause und dann zeige ich euch die Variante mit unseren Deep Squats für nochmal 30 Stück. Und dann steigern wir uns nach und nach die nächsten Tage. Hier zeige ich euch schon mal meine nächste Ankündigung. Und zwar habe ich ein eigenes Beckenbodenprogramm online gestellt. Ein 8-wöchiges Programm für Schwangere, für Mütter und für alle, die es gerne wissen wollen, die ihren Beckenboden kräftigen und festigen möchten, dauerhaft. Das ist mein Beckenbodenprogramm, das könnt ihr auf jeden Fall unten bei mir in der Infobox finden. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen in unsere Ausgangsposition. Das Gesäß geht nach hinten unten und der Bauch ist wie immer feste zur Wirbelsäule gezogen, angespannt. Der Kopf ist immer in Verlängerung der Wirbelsäule und wir gehen mit den Armen nach vorne und wir beginnen unsere 30 Squats. Ich zähle wie immer 3 mal 10. Come on, on. 10, 9, 8, 7, Bauch ist fest, 5, 4, 3, 2, 1, nochmal und 10, 9, 8, 7, come on, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und noch einmal vor der Pause, noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, die letzten 2, unten halten, für 3, 2, 1, lösen, kurze Pause. Ich zeige euch mal kurz die Deep Squats von der Seite, wie immer Ausgangsposition, schulterbreiter Stand und das Gesäß geht nach hinten unten, aber wir gehen nicht nur auf 90 Grad, sondern wir gehen richtig tief und hoch. Das sind unsere Deep Squats, okay? Dann würde ich sagen, macht euch bereit. Einatmen, ausatmen und es geht los. 3 mal 10, come on, und 10, komm schön tief. 9, 8, 7, 6, ganz tief. 5, 4, come on, 3, 2, 1, noch 2 mehr und 10, 9, 8, 7, noch 6, 5, 4, 3, 2, 1, fast geschafft, nochmal, 10, 9, kommt schön tief, 8, 7, 6, 5, 4, die letzten 3, come on, 2, unten halten, halten, halten und lösen. Wunderbar, dann sehen wir uns morgen wieder und ja, schau dir mein Beckenbodenprogramm an. Mach's gut, bis morgen.